Hallihallöchen zusammen und willkommen zur ersten in einem neuen Format etablierten Folge FAQ. Ihr habt mir in den letzten Wochen einige Fragen gestellt. Ihr wolltet more information und ich habe diese Information und deswegen beantworte ich euch jetzt 5 der am häufigsten gestellten Fragen. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Vor 3 Jahren war es soweit, das erste FAQ-Video ging an den Start, wenn man so möchte. Damals war ich noch nicht so krass mit der Reichweite, da habe ich glaube ich gerade an den 1000 gekratzt oder so, an 1500. Und da habe ich mal so 30 Minuten über alles geredet, was halt so anstand. Viele Informationen aus diesem Video sind mittlerweile nicht mehr aktuell und veraltet. Dementsprechend habe ich dieses Video komplett vom Kanal gelöscht. Jetzt möchte ich das Ganze tatsächlich als Format etablieren und alle 1 bis 2 Wochen tatsächlich ein solches Video an den Start bringen. Dazu wähle ich mir immer 5 der von euch gestellten Fragen aus und bearbeite die dann in einem der entsprechenden Videos. Wenn ihr also Fragen habt, dann schreibt mir die unten in die Kommentare. Tatsächlich, ich habe aktuell so 10 bis 15 Fragen vorrätig. Sollte also noch irgendetwas unklar sein, ihr Fragen zu meiner Person haben, zu meinem Projekt oder zu meiner Sammlung, dann dürft ihr die gerne loswerden. Die einzige Frage, die ich nicht beantworte oder die einzigen beiden Fragen sind zum einen, welche wertvollen Preiskarten ich besitze. Ihr wisst, da halte ich mich bedeckt, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich das mehr für die Ausstellung vorbehalten möchte und wie ich die Sammlung finanziere. Das sind 2 Dinge, die gehen euch, sorry, wenn ich das so sage, schlichtweg nichts an. Dazu werde ich mich nicht äußern. Alles andere könnt ihr gerne fragen, gar kein Thema. Und das wird dann innerhalb der nächsten Folgen beantwortet. Das wird übrigens jede Frage beantwortet. Also wirklich absolut jede, die in irgendeiner Art und Weise ernst zu nehmen ist. Also auch wenn ihr jetzt in der nächsten Folge nicht drankommt, wundert euch nicht, dann kommt ihr halt in der übernächsten oder so dran. So, und heute gucken wir uns die ersten 5 Fragen an und wir schauen mal, was da so gefragt wurde. Tobi fragt, was machst du beruflich und wie alt bist du eigentlich? Ja, ich arbeite in der Logistik. Die Firma und der Bereich, in dem ich arbeite, das bleibt natürlich geheim, das geht mir etwas zu sehr ins Private. Und ich bin 27 Jahre alt, ein Kind der 1990er Jahre. Mr. Bestking 12 schreibt, kriegen wir eines Tages mal genauere Informationen, wie das ganze Projekt aussehen soll, wo es sein wird, wie wir uns das als Zuschauer vorstellen sollen, ob es in einer Halle, Haus, Museum sein wird, all sowas eben. Ja, dazu habe ich auch schon das ein oder andere Mal was gesagt, auch in dem alten FAQ-Video habe ich mich schon dazu geäußert. Als neuer Zuschauer wird man das natürlich nicht wissen, da man natürlich die wenigsten Videos dann kennt, vor allen Dingen halt nicht die alten, im Prinzip nur die neueren. Also zunächst einmal wird das Ganze nicht nur in einer Halle, sondern tatsächlich in mehreren Gebäuden stattfinden, wenn alles so läuft, wie es laufen soll. Es wird zum einen 1 oder 2 Hallen geben, in denen eben ausschließlich die Karten, Merchandise-Artikel und so weiter ausgestellt werden. Zusätzlich dazu soll es noch einen Bereich geben, in dem sich auch Spieler duellieren können, einfach um das Ganze eben etwas abwechslungsreicher zu machen und natürlich auch um, ich sag mal so, das Kundenspektrum zu erweitern. Und es soll natürlich auch einen integrierten Shop geben. Man soll dort einkaufen können mit dem Fokus auf tatsächlich auch alte OVP-Produkte, die nicht abgewogen sind. Einfach Dinge, die man auch so vielleicht gar nicht mehr so häufig zu Gesicht bekommt, werden natürlich dementsprechend kosten. Aber es ist natürlich ein Anlaufpunkt, wo halt einfach zum einen garantiert wird, dass nicht beschissen wird und natürlich garantiert wird, dass man halt auch entsprechende Dinge, die man sucht, schnell findet und man sich nicht ewig umgucken muss. Museum möchte ich in dem Fall jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich sagen. Das ist so ein Begriff, der ist so altbacken. Museum würde ja bedeuten, dass ich nur Altes ausstelle. Das tue ich natürlich nicht, denn ich stelle natürlich auch die modernen Dinge aus, nicht nur die alten. Und es soll im Übrigen auch noch einen weiteren Bereich geben, diese Ausstellung, wo zum Beispiel Händler ihre Stände aufbauen können, wenn sie was verkaufen möchten. Oder auch private Leute oder vielleicht auch Besitzer von Locals etc. Stände aufbauen können, wo sie selber ihre Dinge ausstellen können. Einfach so eine gemischte Halle. Ich denke, das lockert das Ganze auch auf. Das allerdings nur, wenn das alles funktioniert. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wie unglaublich teuer und aufwendig das wird. Wir sind jetzt bei dieser Kartensammelphase noch wirklich stecken mit der ganzen Sache in den Kinderschuhen und das ist noch das Allereinfachste überhaupt, diese krasse Sammlung aufzubauen. Das ist wirklich der einfachste Part tatsächlich, auch im finanziellen Sinne, zumal ich jetzt mittlerweile gute Kontakte habe. Das Ganze schlussendlich über die Bühne zu kriegen,
Das wird ein Projekt, das kostentechnisch in die Millionen geht und da müssen wir erst noch eine Lösung finden. Wilgards Wiesen schreibt, hast du ein offizielles Sponsoring von Konami und falls nein, wieso nicht? Gibt es irgendwo eine Wantlist von dir? Einfach, dass man wüsste, welche Karten man dir schicken soll, um dich zu unterstützen? Wie weit muss die Sammlung komplettiert sein, dass du sie ausstellen willst? Wird die Ausstellung auch Yu-Gi-Oh! Produkte wie den Topf der GS Blumentopf oder andere Merchandise enthalten? Sind die Yu-Gi-Oh! Karten aus japanischen Chipstüten für dich relevant? Wenn man dir bei deinem Projekt helfen möchte, wie kann man dir helfen? Ja, zunächst mal, habe ich ein offizielles Sponsoring? Nein, habe ich nicht. Der Grund dafür ist ganz simpel. Ich habe bei Konami noch nie angefragt. Also ich habe mich da tatsächlich noch nie um ein Sponsoring von denen bemüht. Ich denke auch ehrlich gesagt nicht, dass mir da ein Sponsoring winken würde. Zum einen, weil ich halt werbetechnisch für Konami wahrscheinlich nicht relevant bin. Ich habe jetzt hier meine 3200 Abonnenten. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, was so, ich sag mal, die Werbung angeht, so was es denen bringen würde. Also ich denke mal nicht, dass sie das in dem Sinne so tun würden. Es gibt bestimmt kleinere YouTuber, die schon Sponsoring von Konami haben, aber ich kann es mir jetzt in meinem Fall, zumal ich ja nur Sammler und keine Spiele anspreche, nicht wirklich vorstellen. Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass Konami möglicherweise gar nicht so der Freund von diesem Projekt wäre. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den Held der Steine anguckt, es gibt wahrscheinlich niemanden, der mehr Werbung für Lego gemacht hat, als der Held der Steine. Und trotzdem hat ihm diese Company ans Bein gepisst. Aus meiner Meinung nach nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen. Vollkommen lächerlich, als ob sie einfach nur gegen ihn vorgehen wollen würden, ohne das irgendwie einen konkreten Grund zu haben. Und dass sie ja einfach irgendwas zusammengestöpselt haben, ja irgendwie wegen seinem Logo und wegen dem Männchen und hast du nicht gesehen, also das war schon, keine Ahnung, und so ähnlich kann ich mir die Geschichte auch bei Konami vorstellen, denn schließlich mache ich ja, wenn das Projekt hinhaut, eine Menge Geld mit Produkten von Konami sozusagen und dass die das nicht so geil finden, das kann ich mir durchaus vorstellen, dementsprechend halte ich mich da noch bedeckt, auch kleine Randnotiz, was mein Kanalnamen angeht, House of Cards, könnte es später mal Probleme geben, denn ich habe den Namen House of Cards tatsächlich nicht abgeguckt von der Serie, sondern ich habe diesen Namen gewählt, bevor ich diese Serie überhaupt kannte. Ja, also dieser Name ist tatsächlich meinem eigenen Kopf entsprungen, aber es gibt halt nun mal eine Fernsehserie, die so heißt, was mir dann erst später klar geworden ist. Und da wird es wahrscheinlich vielleicht auch so Copyright-Geschichten geben und ich werde mich umbenennen müssen. Da habe ich allerdings schon zwei hervorragende Namen, die ich nehmen würde. Der eine ist zum Beispiel mein Instagram-Name, Steven Millennium oder Yu-Gi-Oh! Empire, je nachdem. Wehe, jemand klaut mir den Namen, ich sag's euch. Okay, gucken wir mal weiter zur nächsten Frage. Wir wollen das ja nicht in die Länge ziehen. Genau, Wantlist. Nein, es gibt keine Wantlist. Ich habe sehr viel im Kopf, sagen wir es mal so. Aber ich habe nie eine Wantlist geführt, beziehungsweise nie eine Tabelle geführt, wo meine Bestände festgehalten sind, weil ich damals ziemlich planlos an die Sache herangegangen bin. Es war ja ursprünglich einfach nur eine witzige Idee mit dem Ganzen, dass das mal so schnell solche Formen annimmt, hätte ich nicht gedacht. Und als ich dann gemerkt habe, oder als mir dann der Gedanke kam, jetzt wäre es mal an der Zeit für eine Liste, war es schon zu spät, da hatte ich schon weit über 100.000 Karten und da als arbeitender Mensch mit dem Tick keinen an deine Karten ranlassen zu wollen, ist es ein bisschen schwierig, das dann umzusetzen. Und dementsprechend hat das nie stattgefunden. Also in so einem Fall fragt man mich einfach am besten an, ob ich diese und jene Karte oder so brauchen kann. Meine Ausstellung, ja, inwieweit muss die komplettiert sein? Es gibt kein System, dass ich sage, okay, sie muss jetzt zu 50% komplettiert sein. Also 50% von allem, was es gibt, muss ich haben oder so. Ich sage halt, ich will einen gewissen Kartenpool haben, mit dem ich halt arbeiten möchte. Der ist momentan bei 1 Million Karten, also ich habe jetzt so um die 560.000. Und ich möchte tatsächlich 1 Million Karten haben, bevor ich wirklich mich konkret an dieses Projekt wage, sage ich mal. Da sind natürlich noch ganz, ganz andere Dinge dabei, die da beachtet werden müssen, ne? Gebäude und so weiter und so fort. Aber was die Karten angeht, sage ich, ein Kartenpool von 1 Million Karten, damit kann man arbeiten. Da kann man dann mal ein bisschen konkreter ins Projekt starten. Dann die Frage mit der Ausstellung, ob es da Merchandise-Artikel und so weiter und so fort geben wird. Ja, wird es natürlich geben, vollkommen klar. Es wird auch hier Field Center, OVP-Produkte, Playmats, so diesen ganzen Krempel, irgendwelche Banner und so wird es auch geben, so allein schon aufgrund der Deko-Geschichten und so weiter, auch Giant Cards und so, aber das sind Sachen, auf die konzentriere ich mich momentan noch nicht, weil ich halt erstmal auf meine 1 Million
an Karten hinarbeite und wenn ich die 1 Million Exemplare habe, dann kümmere ich mich zusätzlich zu den Karten noch um andere Dinge. Dann werde ich wohl mit OVP-Produkten anfangen. Klar, es ist so, ich wär wahrscheinlich intelligenter, wenn ich damit jetzt schon anfange, einfach aufgrund der Kosten, aber ich kann mich nicht auf so vieles auf einmal konzentrieren. Ich bin auch nur ein Mann, so, ne? Ich arbeite hier nicht im Team, da bin alleine mit der Sache und da muss man dann halt in dem Sinne Abstriche machen. Aber ja, da wird definitiv Merchandise und so weiter auch ausgestellt werden. Die Yu-Gi-Oh-Karten aus den japanischen Chipstüten, ja, die sind cool. Habe ich auch schon da, die sind für mich durchaus relevant. Die gibt es ja in Common und Millennium Rare. Das war ja, für alle, die das nicht wissen, das war eine Chipstüte mit einem silbernen Booster außen dran. Da konntest du eine gewisse Anzahl an Karten ziehen. Das waren in der Regel Reprints. Die konntest du immer wahlweise in Common oder in Millennium Rare ziehen. Und es gab 3 neue Karten, die Konami in dieser Chipstüte auf den Markt gebracht hat. Und das waren diese Chips-Karten. Ja, Potato-Karten halt. Das war ein Monster, eine Zauber- und eine Fallenkarte. Die habe ich natürlich auch schon alle. Einmal in Millennium Rare, in Common und so weiter und so fort. Vielleicht blende ich euch die ein. Schauen wir mal, wenn ich Zeit und Muße dazu habe. Und ja, natürlich sind die für mich relevant. Ich würde auch gerne mal so eine Chipstüte hier aufmachen. So 1 oder 2 Chipstüten. Einfach nur mal so als Gaudi fürs Video. Ja, wie kann man mir bei meinem Projekt helfen? Also, es gibt 3 unterschiedliche Varianten. Die erste spreche ich gleich her, weil sie mir am unangenehmsten ist. Das ist natürlich der finanzielle Aspekt. Man muss es so sehen, das Projekt wird, wie bereits gesagt, Millionen kosten. Millionen. Na, ich muss mir ein Gebäude entweder kaufen oder bauen. Inneneinrichtungen. Personal. Inneneinrichtungen, die habe ich glaube ich schon gesagt, oder? und so weiter. Das sind Dinge und das Ganze muss noch unterhalten werden. Das stemmst du nicht mit meinem Gehalt. So, wenn du da nicht Bill Gates bist, hast du da nicht gut lachen, ne? Also das ist definitiv eine Sache, wo ich mit der Community und mit Investoren zusammenarbeiten muss. Da sind natürlich auch finanzielle Hilfen wichtig, sag ich mal. Das ist allerdings noch nicht auf dem Schirm. Das wird erst kommen. Das liegt noch in einigen Jahren, sag ich mal, in der Zukunft. Da habe ich allerdings auch schon so Gedankenmodelle gemacht. Klar, es gibt dann diese Leute, die mir dann so Sachen vorschlagen wie, ja, hier, und dann kann jemand bei dir Booster kaufen und dann machst du dann die Booster auf und dann kriegt er die Karte, wenn du das ziehst, und das sind Dinge, die werde ich nicht machen. Die werde ich nicht machen, zum einen, weil da gar nicht die Summen zusammenkommen, die ich brauche, das ist schon mal das Erste, und zweitens, weil das halt auch wieder eine Art von Arbeit ist, die, ich sag mal, mich extrem in meiner Freizeitgestaltung einschränkt, wenn man so möchte. Da werden wir schon eine Lösung finden, das ist gar kein Thema, aber das ist noch so weit in der Zukunft, dass ich mir da keine konkreten Gedanken bisher dazu gemacht habe. Den einzigen Gedanken, ich was das angeht, bisher gemacht habe, ist, wenn man vom jetzigen Zeitpunkt ausgeht, habe ich zwischen 6 und 1500 aktive Zuschauer pro Video, und wenn die alle, jetzt nur rein rechnerisch, pro Monat 1 Euro spenden würden, dann hätte ich zwischen 600 und 1500 Euro pro Monat, die ich für dieses Projekt auf die Seite sparen könnte. Und das in, ich sag mal, auf mehrere Jahre gesehen, da kommt schon was zusammen. Zumindest ein kleiner, so ein kleines Fundament, sag ich mal. Aber das sind alles hypothetische Überlegungen, da ist noch nichts in der Pipeline. Ist mir auch ganz, ganz unangenehm, das Thema, weil ich sowas eigentlich abgrundtief hasse, wenn Content Creator quasi mit der Kollekte durch die Reihen ihrer Community gehen, aber mir wird nichts anderes übrig bleiben. Die zweite Variante, die mir helfen kann, sind natürlich Kartensendungen. Wichtig ist einfach nur, dass das Ding Near Mint bis Mint ist. Vorne darf gar nichts drauf sein. Hinten nur minimalst, wenn überhaupt. Also das Ding muss wirklich sein vom Zustand. Das ist das Einzige. Ansonsten habe ich da keine, ich sag mal, was heißt Anforderungen? Es ist ein Geschenk, ja. Also ihr versteht schon, was ich meine. Aber das sind halt die Dinge, die mir halt helfen vom Zustand her. Was es dann letztendlich ist, Erstauflage oder nicht, Starlight Rare oder Common spielt dabei keine Rolle. Oder, das ist das Beste, was ihr tun könnt, macht Werbung. Macht Werbung für das Projekt, macht Werbung für den Kanal, für meine Reichweite, sorgt dafür, dass ich die Leute erreiche. Ihr könnt mir auch helfen, indem ihr Videos von Anfang bis Ende guckt. Es ist nichts toxischer, als wenn ihr ein Video anfangt und dann denkt ihr euch so, oh, 20 Minuten, nee, abschalten. Das merkt nämlich der YouTube-Algorithmus und sagt sich dann, aha, das Video geht 20 Minuten, aber die durchschnittliche Watchtime sind nur 8. Das kann nicht interessant sein, die Leute finden das Video scheiße. Also werde ich quasi weniger vorgeschlagen und die Leute finden mich schlechter. Ihr habt mit eurem
Watch-Verhalten, mit eurem Verhalten, wie ihr meine Videos guckt, ob ihr am Stück guckt oder nicht, habt ihr einen immensen Einfluss darauf, ob ich die Leute erreiche oder nicht. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die Videos gerne auf Etappen gucken. Die sagen, ich schaue mir jetzt 10 Minuten an, oh scheiße, jetzt muss ich auf Arbeit oder so. Ich schaue später weiter. Das ist das Schlimmste, was ihr tun könnt, Leute. So, damit nehmt ihr mich richtig hart von hinten, was meine Reichweite angeht, sage ich mal. Dann schaut das lieber gar nicht. Das ist viel besser, es gar nicht zu gucken, als wirklich anzufangen und das abzubrechen, weil das ist für den YouTube-Algorithmus richtig, richtig kacke. Ja, ich denke, mit der Frage sind wir da mal so weit durch. Das waren ja jetzt mehr als eine Frage eigentlich. Und gucken mal, was uns der Nächste so geschrieben hat. Gesalzener Kabeljau. Welche ist deine Lieblingskarte? Welche ist deine Lieblingsrarität? Wie bist du zu Yu-Gi-Oh! Gekommen? Findest du OCG-Karten besser oder TCG-Karten? Eine Lieblingskarte habe ich mittlerweile nicht mehr. Es ist so, dass ich früher Lieblingskarten hatte. Es war Raviel in Ultimate Rare. Boah, ich bin geschmolzen. Irgendwann war es der Chaos Imperator Drache. Ich glaube, der war sogar noch vor Raviel. Dann irgendwann der Chaos Drache Livianie. Ich glaube, der DDD Schlag mich tot König Biowulf war auch mal meine Lieblingskarte. Mittlerweile muss ich sagen, Yu-Gi-Oh! So vielseitig, so wunderschön. Es gibt so viele tolle Sachen, da muss ich mich tatsächlich nicht auf eine Lieblingskarte beschränken. Ich habe hunderte von Lieblingskarten und dementsprechend existiert diese eine Lieblingskarte tatsächlich gar nicht mehr. Ne? Ist nicht mehr existent. Lieblingsraritäten habe ich häufig Collectors Rare genannt, kann ich aber mittlerweile auch revidieren. Ich muss sagen, Ghost Rare, Ultimate Rare und Collectors Rare sind objektiv gesehen meine drei Lieblingsraritäten. Die stehen auf einer Stufe. Allgemein muss ich allerdings sagen, dass jede Rarität ihren Reiz hat und es auch häufig ausschlaggebend ist, welche Rarität für welches Artwork verwendet wurde. Es gibt Karten, die sehen in Ultimate oder Ghost Rare richtig, richtig wack aus, wie zum Beispiel Aufrichtig. In Ghost Rare ist keine gute Wahl gewesen. Sie sieht in Ghost Rare nicht unbedingt schön aus. In Ultimate Rare aus Japan sieht sie unglaublich gut aus. Hätte man eine Ultimate Rare draus gemacht, das wäre richtig sexy gewesen, Leute. Das wäre richtig geil gewesen. Für Ultimate Rare ist dieses Artwork prädestiniert, aber einfach nicht für Ghost Rare. Und dementsprechend muss ich ganz klar sagen, auch wenn das meine drei Lieblingsraritäten sind, ist es doch immer von der Karte abhängig, welche Rarität jetzt hier tatsächlich am besten greift. Dementsprechend ist das an und für sich auch wieder eine Sache, die nur recht vage zu beantworten ist. Wie bin ich zu Yu-Gi-Oh! Gekommen? Simple Story, mein bester Kumpel Johannes, also mein ehemals bester Kumpel Johannes, mit dem habe ich jetzt leider kaum noch Kontakt. Ich habe ihn zwar noch auf Facebook, aber wir schreiben eigentlich nie oder unterhalten uns nicht mehr. Der kam damals zu mir, ist bei mir aufgeschlagen mit einer Handvoll echter Karten aus LOB und zwei Plastikkarten. Das war so ein Merchandise-Artikel, der bei irgendwelchen Yu-Gi-Oh!-Figuren dabei war, glaube ich zumindest. Die waren ganz lila, ja, so wie der dunkle Magier halt, und hatten so eine Prägung drin von dem Monster halt. Und wenn du die gegen's Licht gehalten hast, hast du das Monster schön so durchschimmern sehen. Hatten aber keinen Effekt oder so. Und ich glaube auch, dass die ein bisschen größer waren als echte Yu-Gi-Oh! Karten. Und das hat mich fasziniert und ich fand das mega cool. Und dann haben wir natürlich sofort angefangen, da in der Richtung zu arbeiten, zu zocken, zu spielen, zu sammeln. Und das ging dann einige Jahre, bis ich dann eine lange, lange Zwangspause machen musste. Es hat mich aber nie wirklich losgelassen. Und wie ich letztendlich wieder eingestiegen bin, ich denke, das ist dann vielleicht eine Story für ein anderes Video. Finde ich OCG-Karten besser oder TCG-Karten? Kommt drauf an, wie die Frage gemeint ist. Redest du von der Print-Quali? Redest du von der Vielfältigkeit? Ausgehend von der Vielfältigkeit zum Beispiel, muss ich sagen, hat das OCG natürlich noch die Nase vorne. Ich meine, im OCG kommen die Dinge immer zuerst und manchmal auch sehr viel OCG-exklusive Sachen. Es gibt auch sehr viele OCG-Produkte, die einfach in ihrer Qualität noch wesentlich besser sind als bei uns jetzt zum Beispiel. Wobei ich mittlerweile sagen muss, das TCG holt richtig auf. Wir haben Premium Gold bekommen, Collectors Rare bekommen, Colorful Ultra Rare bekommen. Dinge, von denen ich noch vor 2 Jahren gesagt habe, dass sie niemals, wirklich niemals zu uns ins TCG kommen werden. Never. Never. So, aber sie sind gekommen. Da habe ich mich tödlichst geirrt, weil Konami sich jetzt wirklich mal fürs TCG auch Mühe gibt. Und das merkt man auch, die Produkte werden immer besser. So, die Print-Quali wird immer besser. So, die Raritätenvielfalt, es wird immer mehr. Und die Leute jammern immer noch. Das ist Jammern auf so hohem Niveau, Leute. Das ist unglaublich. Ich verstehe euch nicht. Naja, wie auch immer. Da muss ich sagen, ist das OCG, wie gesagt, natürlich noch besser. Das TCG holt aber auf. Wenn du das jetzt von der Print-Quali her meinst, dann ist das ja wieder eine Story, die etwas länger geht. Ich würde vorschlagen, du fragst die Frage nochmal und definierst dann, was genau du gemeint hast. Und dann beantworten wir das in einem späteren Video.
Die letzte Frage des heutigen Tages kommt von Pyro Thunder. Er fragt, denkst du, dass Karten aus der Exist-Zeit langfristig ebenfalls an Sammelwert gewinnen werden? Ja, natürlich denke ich, dass jede Epoche, egal ob das Duel Monsters, GX, 5Ds, Sechsel, 5Ds oder Reigns oder wie auch immer, oder auch die Ära, an der wir jetzt sind, ist, jede dieser Epochen hat oder wird gewisse Karten beinhalten, die früher oder später einen gewissen Sammlerwert haben. Ich meine, klar, es ist jetzt vielleicht schwer vorstellbar, aber hättest du vor 20 Jahren irgendwem erzählt, dass ein Exodia oder ein Blue Eyes White Dragon First Edition Niemand in Ultra Rare viele, viele tausend Euro gehen würden, hätten die auch gesagt, ja natürlich. Ich ruf mal kurz in der Betty Ford Klinik an. Ne? Man kann sich das jetzt vielleicht schlecht vorstellen, aber doch, genauso ist es. Auch da wird es Karten geben, die einiges wert sind. Ich sag nur die Nummernkarten, die bieten sehr viel Collectible-Potenzial, sage ich mal. Es ist auch so, klar, es gibt jetzt immer noch diese ganzen Oldschool-Lurche, sag ich mal, zu denen ich ja auch gehöre, die dann ständig sagen, ja, und früher war alles besser und oh, viel schöner und viel toller und Das sind Aussagen, die mit der Retro-Brille, sage ich mal, getroffen werden. Das sind einfach die Leute, die sind mit diesen Serien aufgewachsen und finden die deshalb toll. So ähnlich geht es mir ja auch. Ich bin ja auch Duel Monsters-GX-Mensch. So, mit der Zeit bin ich aufgewachsen. Das ist für mich Nostalgie pur. Und es gibt aber auch Menschen, die eben mit der Exist-Zeit aufgewachsen sind. Und auch diese Menschen werden früher oder später, wenn sie irgendwann mal den Faden verlieren, was Yu-Gi-Oh! Geht, wieder dazu zurückfinden, so wie es halt auch viele heutzutage tun. Und die Nachfrage wird natürlich auch da dann steigen, da das für diese Menschen dann eben eine nostalgische Sache ist. Ne? Das ist dann eben für die Kindheit. Und dementsprechend wird natürlich auch die Nachfrage steigen. Und da kommt natürlich noch dazu, dass die Print-Quali zu der Zeit, also zu dieser ganzen Sechsel-Ära, richtig schlecht war. So hier, so ab 2011 konntest du richtig in die Tonne kloppen. Das heißt dann auch noch, Karten in entsprechenden Zuständen zu finden, wird tatsächlich relativ schwierig sein. Ne? Relativ schwierig. Und dementsprechend werden die Karten in guten Zuständen dann auch ihre Preise erzielen. Definitiv. Ja, das soll es gewesen sein mit der heutigen Folge FAQ. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Sache. Und ich wünsche euch noch einen schönen Restabend. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge FAQ. Wenn irgendwas unklar ist, wenn ihr Fragen habt, wie bereits gesagt, schreibt alles in die Kommentare. Würde mich freuen, je mehr Fragen, je mehr Folgen. Es liegt an euch. Wir sehen uns zu einem weiteren Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.